Hey Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns Tropica Pictures. Heute stellen wir euch unsere Top 10 iPad-Apps für die Schule vor. Also lasst uns einfach direkt anfangen, los geht's! Fangen wir mit der wichtigsten, aber auch der gewöhnlichsten App für den Schulalltag an, GoodNotes. Für mich einfach die beste Wahl, um meine Mitschriften und Notizen für die Schule zu tätigen. Unzählige verschiedene Papiervorlagen, unterschiedliche Stifte und Marker, intuitives Einfügen von PDFs und Bildern in Notizbüchern und QuickNotes sowie der schnelle Export von Seiten sind nur einige der vielen Features, die die App zu bieten hat. Diese verwende ich wirklich täglich für fast alles, was ich für die Schule mache und bin bis jetzt wirklich super zufrieden damit. Weiter geht es mit MyScript Calculator. Denn wenn man sein iPad auch in der Schule nutzt, muss man spätestens in Mathe auch einen Taschenrechner verwenden. Und da es von Apple noch keine native App auf dem iPad dazu gibt, habe ich mich hier für diesen Calculator entschieden. Auch wenn die App zwar mit 3,49 € nicht ganz billig ist, erhält man hier eben auch nicht diesen gewöhnlichen Taschenrechner, der in so riesig groß meiner Meinung nach auf dem iPad nicht besonders gut aussieht. In MyScript Calculator kann man hingegen nämlich ganz einfach mit dem Finger oder dem Apple Pencil wie auf Papier seine Rechnung aufschreiben. Diese wird dann erkannt und direkt ausgerechnet. Wirklich super intuitiv und auch viel praktischer, wenn man zum Beispiel Wurzeln oder ähnliches benutzt beim Rechnen. Außerdem kann man ganz einfach weitere Rechenschritte hinzufügen, indem man einfach wieder weiterschreibt oder eben auch etwas entfernt, indem man es durchstreicht. Und falls man mal etwas löscht, hat man dank der Historie auch kein Problem, die Rechnung wiederzufinden. Für einfache Rechenaufgaben bietet diese App also eine tolle Möglichkeit, seinen Taschenrechner endlich mal zu Hause zu lassen. Kommen wir nun zu einem Thema, das man definitiv nicht vernachlässigen sollte: seine Noten. Um hier den perfekten Überblick zu behalten, verwende ich die Noten-App. Ja, so heißt sie wirklich und sie ist sogar gratis. Wir erhalten hier die Möglichkeit, unseren Stundenplan, Klausurentermine, Hausaufgaben und eben auch unsere Noten einzutragen. Diese bekommen wir dann in einer schönen Übersicht, entweder zusammengefasst auf unserem Dashboard oder jeweils für die einzelnen Fächer angezeigt, sodass man immer genau weiß, wie man wo gerade steht, was natürlich super praktisch ist. Eine weitere für mich wirklich essentielle App ist Adobe Scan. Solch eine Funktion gibt es zwar auch in GoodNotes oder in den Notizen von Apple, doch habe ich mit der von Adobe Scan wirklich die besten Ergebnisse erzielen können. Man hält das iPad einfach über das Blatt, wartet kurz, eventuell passt man noch die Auswahl an und korrigiert natürlich noch immer diese Löcher in den Blättern und voilà, schon hat man das Blatt eingescannt und kann es zum Beispiel in GoodNotes importieren und damit arbeiten. Ebenfalls hilfreich in Mathe ist GeoGebra. Mit dieser App kann man zum Beispiel den Verlauf eines Graphen, wenn man den nicht mehr genau weiß, nachschauen oder wenn man gerade Kurvendiskussionen behandelt, einfach seine Ergebnisse live in der Schule überprüfen. Reden wir aber nicht nur über Mathe, sondern auch über Fremdsprachen. Hier ist ein Übersetzer natürlich essentiell. In meinem Fall ist dies der Dict.cc. Mit diesem habe ich einfach die besten Erfahrungen gemacht, da einem hier direkt eine große Auswahl an Wörtern vorgeschlagen wird, die für seine Übersetzung passen. Außerdem ist die App gratis und sie kann offline verwendet werden. Machen wir mit XMind weiter. Eine App, mit der man ganz einfach schöne Mindmaps erstellen kann. Egal ob Beschriftungen für Kästen, Pfeile oder ähnliches oder einfach nur eine simple Mindmap-Struktur. Dies ist hier alles ganz einfach umsetzbar mit schönen Individualisierungsmöglichkeiten. Ebenfalls fester Bestandteil in meinem Alltag ist die App Keynote von Apple. Meiner Meinung nach findet man hier die schönsten Presets für Präsentationen und kann ganz einfach unterwegs sein nächstes Referat vorbereiten. Am besten funktioniert dies natürlich, wenn eure Schule Apple TVs verwendet oder andere Übertragungsmöglichkeiten für Tablets. Ansonsten müsst ihr halt schauen, wie ihr diese dann an Beamer anschließt. Für meine Hausaufgaben verwende ich ebenfalls die Apple-eigene App Erinnerung. Hier trage ich mir einfach in meine To-Do-Liste ein, was ich an diesem Tag alles machen muss und das kann ich dann einfach nacheinander abarbeiten und abhaken und so sehe ich immer, was schon erledigt ist. And last but not least müssen wir natürlich auch noch über Schulbücher reden. Je nachdem, ob eure Schule diese euch bereits digital bereitstellt oder ihr die E-Books für einen geringen Betrag selber kaufen müsst, benötigt ihr dann natürlich eine App des jeweiligen Verlages. So hat das nervige Geschleppe von zig Schulbüchern am Tag dann endlich ein Ende. Hier müsst ihr aber abwägen, ob euch der Splitscreen beim 11-Zoll-Gerät nicht zu klein ist und ob ihr dann nicht doch eher die Bücher wieder mitnehmen wollt. Das solltet ihr einfach im Hinterkopf behalten. Das waren jetzt also unsere 10 Top-iPad-Apps für die Schule. Ich hoffe, wir konnten euch hier weiterhelfen und vielleicht die ein oder andere Inspiration geben. Wenn ihr euch jetzt noch für den perfekten USB-C-Hub für euer iPad interessiert, dann empfehlen wir euch dieses Video hier oben. Und ansonsten bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.